Liebe Studierende, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Heute machen wir Machine Learning in Python. Das ist so gewissermaßen Teil 3 des Python-Kurses, den wir so ein bisschen eingewoben haben in diese Vorlesung. Wir werden ein bisschen das aufgreifen, was Bernd Schiele letzten Montag gemacht hat. Er hat Ihnen ja Entscheidungsbäume, Decision Trees, erklärt. Das machen wir heute auch. Wir machen auch den ganzen Tag Entscheidungsbäume, aber mal die etwas praktischere Seite. Also wie mache ich das eigentlich in so einem Jupyter Notebook? Wie benutze ich einen Entscheidungsbaum? Wie kann ich das auf Daten anwenden? Was kann ich damit machen? Was sind die ganzen Probleme? Stichwort Overfitting, Underfitting. Wie trainiere ich das? Werde ich alles drauf eingehen. Wir werden auch ziemlich viele Visualisierungen angucken. Und das Ganze orientiert sich an diesem Workflow. Sie haben die Grafik schon ein paar Mal gesehen in dieser Vorlesung. Im Grunde haben wir diesen Workflow. Wir müssen irgendwie mal die Daten lesen. Irgendwo kommen die her. Dann analysieren wir die so ein bisschen, visualisieren die. Wir säubern die, wir müssen aufräumen, müssen gucken, sind da Fehler drin, ist da irgendwas komisch in den Daten. Also das erstmal zu verstehen und zu entdecken, kann schon ein Problem sein. Dann trainieren wir unser Modell, unser Machine Learning Modell, in dem Fall verschiedene Arten von Entscheidungsbäumen. Und an der Stelle werden wir nicht nur trainieren, sondern ich werde auch nochmal im Detail so ein bisschen erklären, wie so ein Entscheidungsbaum eigentlich funktioniert. Ich werde ein bisschen in die Algorithmen reingucken, in diese Maße, das sogenannte Gini-Maß oder Information Gain, mit dem ich bestimmen kann, ob jetzt ein Entscheidungsbaum gut ist oder nicht so gut ist. Wenn wir ein bisschen reingucken, mal gucken, wie viel Zeit wir dafür haben. Und dann schließlich diesen Punkt, wie ich eigentlich die Qualität, die Performance eines Modells evaluieren kann. Performance, aufpassen wird ja auch, wenn man Performance hört, denkt man meist, oh, das ist schnell. Ja, darum geht es hier nicht bei Performance. Das kann verschiedene Sachen in der Informatik meinen. Und hier ist gemeint die Qualität. Also wie gut kann dieses Modell irgendwas vorhersagen? Ja, schließlich will ich ein Modell zum Modell, das versucht eine Funktion zu lernen. Und wie gut hat dieses Modell die Funktion gelernt? Das will ich anschauen. Im Folgenden gucken wir, also es gibt im Machine Learning so Datensätze, so 10 Datensätze, die immer wieder vorkommen in jedem Tutorial. Auch diesen Datensatz ist einer so den man ständig sieht. Das ist der Schwertlilien-Datensatz oder Iris-Datensatz. Der hat 4 Attribute. Die sehen so aus. Ja. Das ist Sepal Length, Sepal Width, Petal Length, Petal Width. Und dann die Art. Also es geht hier um Schwertlilien. Wenn ich jemand Bilder von diesen Schwertlilien, von diesen Blumen, also ihr könnt ja irgendein Bild sein von irgendeiner Blume. Ich behaupte es mal, es ist eine Schwertlilie. Ich hoffe, es stimmt. Es ist von Wikipedia genommen. Also es sind diese verschiedenen Blumen, um die es geht, und die wollen wir einteilen. 3 verschiedene Unterarten von Blumen. Die wollen wir als Hilfe mit Machine Learning irgendwie klassifizieren. Ne? Also 3 Klassen, und wir wollen die in die richtigen Klassen jeweils stecken. Und dafür gibt es einen Datensatz. Und dieser Datensatz, der hat jetzt für verschiedene Blumen, hat da jemand gewisse Werte nachgemessen. Also das sind Längen bestimmter des Blütenblattes und des Blütenkelches sind hier gemessen worden und abgetragen worden, vermutlich in Zentimeter. Das heißt, wir haben jetzt hier jeweils eine Zeile in so einem Datensatz mit 4 Messwerten, Features, 4 Features, Merkmale wurden hier gemessen, und dann steht hier hinten, was für eine Unterart es ist, also in diesem Fall Setosa. Das ist der ganze Datensatz. Und wenn ich mir das mal angucke, dann sieht ein Datensatz typischerweise so aus. Das ist in der CSV-Datei, Komma, Separated Value. Wenn ich das mal, also hier sind jetzt, hier steht in der ersten Zeile, manchmal steht noch die Beschreibung der Attribute drin, das ist hier auch der Fall. Also hier die 4 Attributnamen, also die 4 Features plus nochmal die Klasse, die wir hinterher lernen wollen. Sehen Sie hier ein Beispiel davon, wie das aussieht. Und an dieser Stelle sieht man schon, hier ist irgendwas, hier null, da fehlt irgendwie ein Wert, da ist irgendwas komisch, ja, das sieht schon aus nach Fehlern. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite nochmal einen anderen Datensatz, da haben wir nicht ein Komma genommen, um die Zahlen zu separieren, sondern ein Christmas Tree Separated Values, weil ja bald Weihnachten ist. Also das ist nur mal zu zeigen, Sie können natürlich beliebige Zeichen nehmen, um die einzelnen Einträge in einer Zeile voneinander zu trennen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weihnachtsbäume oder was auch immer Sie da nehmen wollen. Ja, genau. Das sind also die beiden Datensätze, die wir hier haben. Und wir gucken uns das mal ein bisschen an, wie das hier aussieht. Ich lese zunächst mal nochmal hier. Das ist, wie gesagt, diese Kommandos, die direkt auf die Kommandozeile gehen des Betriebssystems. Also wenn ich das hier ausführe, sehe ich nochmal die ersten 5 Zeilen, diese Header-Zeile mit der Beschreibung und noch jetzt nochmal die ersten 4 Datenzeilen.
Und da sehe ich das Folgende, sehe ich diese vier Zeilen und die lade ich jetzt mit einer Bibliothek, die heißt Pandas. Pandas, Data Frames. Data Frames, auch so ein Begriff, den man ganz oft hört im Bereich Data Science, ein Datenrahmen. Das sind tabellenartige Strukturen. Sie haben jetzt schon mal eine Relation gesehen, wir haben ein bisschen geredet über das relationale Modell. Diese Tabellen sind nicht ganz, entsprechen nicht ganz dem, was man unter einem relationalen Modell versteht. Das führt auch zu sehr vielen Verwirrungen. Eigentlich wollte ich es nicht zeigen, aber da Pandas so stark benutzt wird in vielen Bereichen, haben wir uns überlegt, okay, wir zeigen Pandas dann doch mal. Ich werde aber nicht groß ins Detail eingehen, weil einige Konzepte zu Verwirrung führen, wenn man schon mit Datenbanken gearbeitet hat. Also einige Sachen sind ein bisschen verwirrend gelöst. Ich werde nur im Folgenden mal ganz einfache Befehle und ganz einfache Sachen in Pandas benutzen, um Ihnen mal zu zeigen, das geht damit, das kann man machen und da kommt man auch schon relativ weit mit. Also was ich hier mache ist, ich sage einfach hier, also ich muss erstmal diese Bibliothek importieren, import Pandas SPD, also ich kann damit PD drauf zugreifen. Sagt dann hier pd.read csv, gebe hier den Dateinamen an, das ist meine Datei, und ich gebe hier noch dieses Komma an. Also was interpretiere ich als Komma, was ist das Zeichen, mit dem Einträge getrennt sind? Und dann kann ich hier einfach Display aufrufen. Also was hier zurückkommt, ist ein sogenannter Data Frame und der wird im Jupyter Notebook schon sehr, sehr elegant visualisiert. Sehen Sie, hier können Sie rübergehen, wird gehighlightet, hier sind die Attributnamen. Diese Spalte hier vorne vergessen Sie mal, das ist eine interne Nummerierung des Frames, da werden die Zeilen durchnummeriert. Die sollte man eigentlich gar nicht benutzen. Die wird hier aber auch angezeigt, wird immer defaultmäßig angezeigt. Und das kann ich natürlich auch hiermit machen, mit einem anderen Datensatz. Ja, natürlich wird das im Unix noch, also mit dem Kommando, wird noch der Weihnachtsbaum angezeigt, aber wenn ich das dann natürlich parse, sagt der Informatiker. Parsen heißt, ich lese eine Textdatei und zerlege sie in die einzelnen Teile. Ja, in einzelne Token, das kriegen Sie noch, wenn Sie dann etwas über Compiler lernen, Programmieren 2 spätestens hier an der Universität des Saarlandes. Also was hier passiert ist ja, ich lese diese Textdatei und bringe das in eine andere Struktur, eine interne Struktur, die nicht mehr textbasiert ist. Und dabei werden insbesondere diese Weihnachtsbäume entfernt. Ja, die werden alle gefällt, ins Wohnzimmer gestellt und es bleiben nur noch die Zahlen übrig und die werden in die Spalten eingefügt. Das ist das, was hier passiert. Gut, und jetzt gucken wir mal an, wie wir diese Daten visualisieren können, was wir damit machen können. Da gibt es jetzt verschiedene Kommandos, die muss man einfach mal gesehen haben. Die kann man auch jederzeit sich nochmal aus Google zusammenkratzen. Da sieht man jetzt als erstes, also das ist das Kommando Shape, Iris, also den Datensatz.shape. Und der sagt mir jetzt, der gibt mir ein Tupel zurück, das sind 160,5. Und das sind die Anzahl der Zeilen, Komma, die Anzahl der Spalten, Anzahl der Attribute. Vier Features plus die eine Klasse sind fünf Attribute. Ich kann mir auch die einzelnen Datentypen anzeigen lassen. Für jedes Attribut kriege ich hier, das ist ein Float 64, also 8 Byte lang, 64 Bits. 8 mal sind 64, ja, kommt hin. Species ist ein Objekt, intern repräsentiert, also das sind die Typen, die Python intern benutzt. Dann kann ich mir einfache statistische Daten anzeigen lassen. Das geht mit Describe. Also kann ich mir sowas anzeigen lassen wie ein Count. Hier werden nur die Werte gezählt in jedem Attribut, die verfügbar sind. Also hier sehen Sie schon den ersten Widerspruch zu dem hier oben. Hier sagt er 160 Zeilen, aber hier steht 159. Lustigerweise als Float ausgegeben. Das ist ja, muss ein Integer sein. Ich sagte 159, weil in bestimmten Zeilen ist kein Attributwert vorgegeben. Ja, da steht, der 4 fehlt einer, da fehlt einer, da fehlen zwei, da fehlen zwei. Es gibt sowas wie Mittelwert, Standardabweichung und so weiter, Quantile, Maximum und Minimum ist interessant. Meistens, weil man dann sieht, in welchem Bereich fällt das. Und wenn zum Beispiel ein Datenwert sehr stark rausfällt aus den anderen Daten, dann kann man das beim Minimum und Maximum ganz gut erkennen. Ja, was ich mir dann hier noch angucken kann, ist die Verteilung der drei Klassen. Also wie viel gibt es denn von jeder Klasse hier? Und das mache ich, indem ich hier mir, vielleicht rolle ich das nochmal aus, mal mache ich mal eine extra Zelle dafür. So, also was passiert, wenn ich sowas mache hier? Zack, so kriege ich nur ein Attribut zurück. Also hier sehen Sie die Einträge dieses Klassenattributes oben. Wo hatten wir es denn? Hier, Species heißt es hier, also wenn ich nur dieses Attribut haben will, kann ich mit dieser Syntax das projizieren. Also ich zeige nur dieses eine Attribut. Und natürlich kann ich das auch mit jedem anderen Attribut machen. Was haben wir noch so hier, Separables, dann kriege ich das,
zurückgegeben und nur diese Werte, die dieses Attribut hat. Genau. Ja, also wo waren wir? Describes, have always. Achso, values count an der Stelle. Und das ist jetzt interessant, weil wir hier sehen wir jetzt für wie viel Tupel haben wir denn? Wie viele Einträge, wie viele Zeilen haben wir denn für jede Klasse? Ne? Da sehen Sie halt, für diese Untergattung haben wir 53, für die haben wir 53, für die haben wir 52. Dann gibt es hier noch eine, da gibt es nur eins, und dann gibt es noch eine, da gibt es auch nur eins. Also das weist schon auf irgendeinen Tippfehler hin. Da ist bestimmt Certosa gemeint. Das gehört eigentlich da oben hin, das sollten wir irgendwie zusammenbringen. Genauso hier, Versicola ist wahrscheinlich Versicola gemeint. Natürlich kann es sein, dass es theoretisch, eigentlich müsste man jetzt einen Biologen fragen, Botaniker, dass es noch eine Blume gibt, die fast genauso heißt wie die Versicola, ja, ohne das I, kann sein, aber ich nehme jetzt einfach mal an, das ist ein Fehler, das wollen wir nicht, das heißt, wir müssen diese Daten erstmal säubern und zusammenbringen. Und bevor wir das machen, gucken wir in eine Visualisierung, die an dieser Stelle sehr sinnvoll ist, das ist ein sogenannter Box-Plot oder Box-Whisker-Plot, der geht folgendermaßen. Die Idee hier ist, Sie haben auf der X-Achse hier die verschiedenen Werte abgetragen. Das ist praktisch die Domain, auf der sich ein Attribut befindet. Also wenn wir jetzt ein Attribut angucken, wie, wir hatten es da oben schon, hier, ne? Hier haben wir diese Information, Sepal Lengths zum Beispiel. Das geht ja von 4,3 bis 20,2. Das ist der Minimumwert, das ist der Maximumwert, 20,2. Das ist praktisch das Intervall. Das ist das Datenintervall, in dem sich alle Punkte dieses Datensatzes befinden. Und das kann ich auf eine Achse abtragen, hier die X-Achse in diesem Fall. Und was ich dann markieren kann grafisch, ist, wie diese Daten verteilt sind. Und das mache ich so, indem ich sage, ich teile das Ganze in vier Teile ein. Oder fangen wir erstmal an, ich teile es erstmal in zwei Teile ein. Also wenn ich die Datenpunkte hier abtrage, dann wird es irgendwie einen Punkt geben, eine Linie geben, die ich eintrage, sodass die Hälfte der Datenpunkte sind links, die andere Hälfte der Datenpunkte, die ist rechts. Ja? Also kann ich ja irgendwie diese Linie beliebig verschieben. Und diese Linie nennen wir Median. Median, der trennt einen Datensatz in genau zwei gleich große Hälften. Und diesen Median kann ich hier abtragen, hier in grün markiert. Jetzt kann ich eine ähnliche Aufteilung weitertreiben, indem ich sage, okay, das ist die Mitte. Was ist denn, wenn ich die 25% links davon, also praktisch nochmal, wenn ich den ganzen Datensatz in vier Teile einteile, dann habe ich sogenannte Quartile. Das ganz links, dann eins neben, das nächste, das zweite Quartil, das dritte Quartil, das vierte Quartil in diesem Datenraum. Und dieses zweite Quartil, das trage ich jetzt hier ab. Das ist das untere Quartil, also vom Median gerechnet, das eins nach links, das Quartil. Und dann mache ich eins nach rechts, das Quartil. Das heißt, beide Quartile zusammen. Und das ist genau diese Box, beinhalten genau 50% der Datenpunkte. Das ist die Idee. Also 50% der Daten sind in dieser blauen Box drin. Und die 25% ganz links sind irgendwie links von der Box, die 25% ganz rechts sind rechts von der Box. Und dann gibt es jetzt verschiedene Definitionen, wie man diese sogenannten Whisker einzeichnet, diese Antennen. Ich benutze hier die interquartilen Bereich, Interquartile Range. Das heißt, das ist die Distanz zwischen dem unteren und oberen Quartil. Diese Distanz hier, das ist die Breite der Box, wenn Sie so wollen. Ne? Die hat eine bestimmte Breite und das 1,5-fache davon, das ist das, was hier abgetragen ist in diesem Beispiel. Wir gucken uns das mal für die Daten an, wie das aussieht. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, wie das aussieht. Ich kann das jetzt entlang der vier Attribute machen. Und ich habe jetzt schon eine Variante gemacht. Ich kommentiere das gleich nochmal aus, weil das ist kein reiner Boxplot hier. Ich kommentiere die mal aus. Bumm, das ist nämlich schon Swarm-Plot. Das ist jetzt so der Whisker-Plot, wie er aus einer Visualisierungsbibliothek rausfällt. Wir hatten das mal ganz kurz angerissen, als ich Jupyter gezeigt habe in einem der ersten Videos. Hatte ich erwähnt, es gibt Matplotlib, ich glaube Seaborn hatte ich auch schon gezeigt, da gibt es unendlich viele Bibliotheken. Seaborn ist ganz toll, nehme ich sehr gerne. Und da kriegen wir hier jetzt für jedes Attribut, jetzt einfach um 90 Grad gedreht natürlich, ja, kriegen wir diese Whiskerplots angezeigt. Diese Punkte hier oben, das sind Ausreißer. Also es sind einzelne Datenpunkte, die ganz weit weg vom ganzen Rest liegen. Diese Ausreißer sind oft ein Hinweis auf Fehler, müssen es aber nicht sein. Oft zeigen die, oh, da ist was völlig neben der Spur. Ja, kann nicht sein. Guck dir doch mal diese Datenpunkte an.
Und Sie sehen, die einzelnen Datenpunkte kriege ich hier gar nicht angezeigt. Also ich kriege nur, so wie ich es oben definiert habe, diesen 50%-Bereich und dann diese Interquartile-Range. Die Interquartile-Range ist dann auch noch gekappt. Die geht nicht über den ganzen Bereich, sondern die stoppt spätestens beim minimalen Wert. Also Sie sehen hier, der minimale Wert in diesem Sepal-Length-Attribut ist hier unten. Hier ist er da oben, also viel weiter kann das Ding gar nicht gehen. Ne? Und jetzt machen wir mal diese andere Visualisierung hier noch an. Da male ich einfach zwei Plots übereinander und ich male die einzelnen Datenpunkte ein. Das geht ja ganz gut, weil das sind ja nur so 150. Die Breite hier, das hat jetzt keine Bedeutung. Also wir haben jetzt nichts auf der X-Achse, nur die Y-Achse zählt. Die sind hier so hintereinander gemalt, damit ich sehe, wie viele da sind, ja, für diesen einzelnen Wert. Also das hier, diese ganzen Punkte, die hier auf dem Median heißen, ja, das sind alles Datenpunkte, die haben 3,0. Ja, diese haben 3,2 oder sowas. Ja. Das einfach, um das ein bisschen zu sehen, wie dicht ist dieser Bereich besetzt mit Zahlen. Das ist die Idee. Ja, und so kann ich das ein bisschen einschätzen. Hier sehen Sie auch zum Beispiel, dass es hier einen Bereich gibt, wo gar nichts ist entlang dieses Attributs. Hier ist alles dicht gestaut, hier sind zwei komplett daneben, wie wir eben schon gesehen haben und so weiter und so fort. Das ist eine erste sehr sinnvolle Analyse pro Attribut, um zu sehen, hey, was machen die einzelnen Attribute? Und das ist ja etwas, was man als erstes machen sollte bei jeder Art von Datensatz. Erstmal das Ding visualisieren. Visualisieren ist so unfassbar wertvoll, da sieht man so viel. Und der Trick ist dann, die richtige Visualisierung zu finden. Aber so ein Whisker-Plot ist sicherlich ein guter Einstieg. Ja, und dann kommen wir dieses ganze Thema Data Cleaning. Hatte ich Ihnen ja schon auch, hatten wir ein paar Folien schon gehabt, auch zu einer Vorlesung. Ich habe mal auf der Twitter eine ganz gute Analogie gefunden, wie das eigentlich aussieht. Das sind so die Datensätze, die Sie in Tutorials sehen. Und das ist so ein echter Datensatz, wie man ihn in der Realität sieht. Ja, das heißt, typischerweise, wenn Sie Machine Learning Tutorial sehen, auf irgendwo im Internet, auf YouTube. Ganz selten geht das nur Richtung Data Cleaning, leider. Ja, manchmal wird es gemacht, aber also auch diesen Datensatz, den wir hier benutzen, diese Iris-Daten, die sind schon super gecleant. Wir haben die extra schmutzig gemacht, nochmal um zu zeigen für Sie, was man da eigentlich machen muss, wenn man einen echten Datensatz hat. Also das ist nie so. Ja, nie im Sinne von 100% der Fälle, würde ich sagen. Also es sind 0% der Fälle, ist das auf der linken Seite. Wir sind bei 100% in der Realität, sind wir immer rechts. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie da hinkommen, dass wir den Hund darunter erkennen. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal an einem dieser Datensätze, dieser Iris-Datensatz zum Beispiel. Da könnten wir ja versuchen zu identifizieren, welche Daten einen bestimmten Wert haben oder auch nicht. Ja. Also ich habe ja oben schon gesehen, da gibt es welche, die heißen Vers Color. Und was ich mit dieser Operation mache, das ist jetzt die Panda-Syntax. Das ist vielleicht nicht ganz einleuchtend, was hier passiert. Im Grunde ist es eine Gleichheitsbedingung. Ich will alle, die Tupel haben, alle Zeilen haben, die dieser Bedingung entsprechen, dass das Attribut Species diesem String entspricht. Ja. Nehmen Sie die Syntax einfach mal so hin, ich habe mir das nicht so ausgedacht. Wenn Sie wollen, lesen Sie mal rein. Sie werden später im Datenbankkurs im vierten Semester lernen, wie man das richtig macht. Und ich glaube, wir hatten auch schon ein bisschen über Selektion geredet und relationale Algebra, ich bin nicht ganz sicher, dass Sie diesen Kurs gemacht haben. Aber spätestens im vierten Semester lernen Sie, wie man das richtig macht. Also sehr unglückliche Syntax, wie ich finde, aber es funktioniert. Und da sieht man diese beiden Zeilen, ja, die hier was anderes haben, anderes Label. Und die wollen wir jetzt ändern. Und das kann man machen, indem man die bestimmten Zeilennummern referenziert hier. Also man sagt jetzt hier Zeile an der Stelle 1. Ja, jetzt hat mein Handy gepiept, das muss ich mal ausmachen. So, diese Zeile soll jetzt einen neuen Species-Attributwert bekommen. Dann mache ich so. Und wenn ich danach einen Value Count aufmache, dann sehe ich, dass sich hier was geändert hat. Ja, jetzt habe ich andere Value Counts. Also insbesondere, wenn ich jetzt nochmal hier diese Zelle ausführen würde, um zu zeigen, gibt es jetzt noch Zeilen, die diese falsch geschriebenen Klassen haben, kommt ja nichts raus. Ja? Das ist jetzt weg, die haben wir entfernt. Und natürlich hat sich die Klassenverteilung geändert. Wir hatten oben, wenn wir nochmal hochgehen, wo war das denn mit den 5 Klassen? Hier, ne? Wir hatten diese beiden Klassen, waren ja vorher da, die sind jetzt zugeschlagen worden zu den entsprechenden Klassen, wo sie hingehören. Genau. Ja, das hätten wir damit gemacht. Dann, also das sind falsch geschriebene Klassen, haben wir hier entfernt. Dann kann ich natürlich Outlier entfernen. Das mache ich hier mit diesem Code, indem ich sage, zeig mir mal die Outlier an.
Also hier praktisch diese Bedingung, was ich hier mache, ist, ich nehme jetzt nur die Werte, das heißt, ich nehme nicht den ganzen Datensatz, sondern ich nehme nur, also dieses Statement, das gibt mir die Werte zurück, die Zeilen im Datensatz, wo diese Sample Length kleiner 10 ist. Ja, und nur die Werte wähle ich jetzt aus dem Datensatz, das ist diese Notation hier. Also ich reduziere diesen Datensatz auf die Werte, wo die Sample Length kleiner 10 ist. Und was immer da rauskommt, weise ich Iris zu. Ja, das heißt, ich entferne alle, die größer gleich 10 sind. Ich entferne alle, wo die Petal Width größer gleich 4 ist. Das ist eine beliebte Methode im Data Science, dass man einfach mal ein paar Datenpunkte wegschmeißt. Kann natürlich komplett in die Hose gehen. Also viele wissenschaftliche Entdeckungen sind gerade deswegen passiert, weil man gedacht hat, oh, das ist ein Fehler, ein Messfehler, kann nicht sein. Ne? Schmeißen wir mal weg. Ja? Und dann dahinter war es irgendwie ein physikalisches Phänomen. Ne? Also das ist sehr, sehr schwierig zu entscheiden, was ein Fehler ist und was nicht. Ja? Vielleicht ist es eine neue Unterart, die man da entdecken würde, wenn man die anderen anguckt. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ein Fehler. Realität, Sie müssen Domänexperten fragen. Ne? Das dürfen Sie nie als Data Scientist alleine machen oder selten. Ja, dann kann man praktisch neue Whisker-Plots erstellen. Da sehen Sie schon, die sind jetzt ein bisschen fetter geworden. Wenn wir nochmal hoch scrollen, ja, die waren hier so gestaucht. Warum waren die hier gestaucht? Gerade rechts, ne? Wegen dieser blöden Outlier hier oben. Haben wir jetzt weggeschmissen. Wir haben nur gesagt, alles kleiner 4 und dann wird's gut. Und das entzerrt natürlich jetzt auch diesen Whisker-Plot. Ja, wir sehen jetzt, dass diese Daten viel einheitlicher über diesen Datenbereich verteilt sind. Ja, das ist eine zweite Art von Problemen, die man entfernen kann im Datensatz. Jetzt kommt eine dritte Art, das sind Null Values. Null Value heißt, das ist ein Wert, der ist unbekannt. Null heißt unbekannt. Und da gibt es jetzt auch sehr unterschiedliche Arten, das zu spezifizieren. In Pandas kann ich einfach sagen, drop not available. Also not available ist nochmal ein Synonym für Null Values. Das kann ich mit so einem Kommando machen, direkt auf dem Data Frame. Also ich sage direkt iris.dropNotAvailable und in place heißt jetzt, ich erzeuge nicht einen neuen Datenframe als Rückgabe, sondern ich mache das direkt auf diesem Iris. Also alternativ könnte ich es auch so machen, das ist die alternative Syntax, aber ich mache es jetzt in place direkt da drauf. Ja, wenn ich das gemacht habe, komme ich jetzt daraus. Bei diesem Datensatz, jede Klasse hat genau 50 Tupel, perfekt balanciert und ich habe hoffentlich alle Fehler aus diesem Datensatz entfernt. Und wir hatten ja diesen anderen Weihnachtsbaum-Datensatz. Der Weihnachtsbaum-Datensatz entspricht dem Datensatz, der ohne Fehler ist. Und im Grunde, was ich hier mache, ist, ich vergleiche jetzt die beiden Datensätze mit dieser Operation. Also ich gucke jetzt hier, ob dieser Iris-Datensatz, wie ich ihn jetzt erzeugt habe, in verschiedenen Schritten, wo ich Tupel rausgeschmissen habe, wo ich Sachen repariert habe, ob der jetzt dem entspricht, was diesem Weihnachtsbaum-Datensatz, also diesem einen Weihnachtsbaum-Datensatz, und das ist hier der Fall. Ja. Und falls Sie jetzt fragen, Moment, aber in einem hatte ich doch Weihnachtsbaum, im anderen nicht. Nee, der Vergleich, der passiert ja hier auf der Data-Frame-Ebene, also da sind die Weihnachtsbäume schon weg gewesen. Dieses Iris underscore CT, Christmas Tree, das ist ja ein Datenframe. Und da sind keine Weihnachtsbäume mehr drin. Und also hier wird jetzt 1:1 verglichen, ob das funktioniert. Diese Zeile müssen Sie leider auch ignorieren. Das ist Geheimwissen in Pandas. Das entspricht nicht so dem, wie man das in der Datenbank machen würde. Hier muss die Nummerierung der Zeilen geändert werden, weil leider bei so einem Vergleich auch über die Zeilen nummeriert wird. Also meine Message ist, Pandas ist okay. Man kann da viel, wenn man weiß, was man tut, kann man das machen. Aber da ist so ein bisschen Geheimwissen immer drin. Also ich benutze das, dann passiert irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dann merke ich, oh, da ist Geheimwissen. Also es ist ein bisschen entgegen dem, wie man das in der Datenbank machen würde. Gut, dann machen wir einen Pair-Plot. Pair-Plot haben Sie auch schon mal ganz kurz gesehen. Also wir haben jetzt den sauberen Datensatz, Iris, benutze ich im Folgenden. Und dieser Pair-Plot, der macht was? Ich muss ja mal ein bisschen kleiner das machen, vielleicht, damit Sie das besser sehen. Der macht was? Der macht jetzt einen Aufriss entlang der möglichen Kombination, der zweidimensionalen Kombination. Wir sind im zweidimensionalen, das heißt, wir können jeweils an die x-Achse ein Attribut schreiben und an die y-Achse. Gucken wir uns mal hier diese Punktverteilung an, zum Beispiel hier unten links. Da sehen Sie hier Sepal Length of x und Petal Width of y. Das heißt, hier reiße ich diese Daten mal auf entlang dieser Attribute. Ja, jetzt kann ich mir natürlich überlegen, welche Kombinationen es gibt.
Natürlich ist das hier, was rechts von der Diagonalen ist, einfach nur gespiegelt von dem, was links darunter ist. Also eigentlich sinnvoll sind nur diese sechs Kombinationen unter dieser Diagonalen. Ja, die kann ich angucken. Und da sehe ich schon, entlang einiger Attribute werden Datensätze sehr, sehr gut getrennt. Also Sie sehen hier blau, da könnte ich eine fette Linie zwischenmalen und könnte blau von orange und grün sehr gut abtrennen. Ne? Also die Einfärbung ist die Klassen der einzelnen Punkte. Die grünen sind die Virginica. Orange die Versicolor und Blau die Setosa. Und ich sehe schon, wenn ich die so aufreiße im Zweidimensionalen, werden die schon ganz gut getrennt hier. Zumindest wenn ich mir diesen Graphen angucke. Hier auch. Also Blau lässt sich relativ gut trennen von Orange und Grün. Aber ich sehe auch in allen Kombinationen, Orange und Grün fließen irgendwie so ineinander. Das lässt sich nicht ganz so gut trennen. Wenn man sich die Diagonale anguckt, das ist die Diagonale. Das ist genau der Fall, wenn eigentlich auf beiden Achsen Paddle West stehen würde. Ja, also hier Paddle Width in X und Paddle Width in Y macht überhaupt keinen Sinn. Das bedeutet in dieser Visualisierung einfach nur, ich zeige entlang eines Attributs die Anzahl der Elemente als eine Dichtefunktion. Das heißt, das hier, dieser orange Hügel, sagt mir, in diesem Bereich sind alle orangenen Tupel, hier in diesem Bereich sind alle grünen Tupel, hier sind alle blauen Tupel. Ja? Da sehe ich so ein bisschen, wie das verteilt ist entlang dieser einen Achse. Ja? Und das passiert ja überall in der Diagonalen. Hier sieht man, das ist eine sehr starke Überlappung. Hier sieht man das so ein bisschen auseinandergerissen. Hier ist es schon das Blau ganz gut auseinandergerissen. Und das sehen Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt vertikal querlesen. Hier ist Blau, ja, dann sehen Sie auch hier in den einzelnen Aufrissen, da ist auch alles Blau, muss so sein. Das ist eine weitere, diese Pairplots sind eine weitere mächtige Visualisierung, um zu verstehen, hey, was habe ich denn eigentlich für Daten? Es gibt mir Ideen, wie ich irgendwas mache mit den Daten, wie ich irgendeine sinnvolle Analyse mit diesen Daten machen kann. Gut, dann machen wir wieder größer auf die Originalgröße. Ja, und damit gehen wir jetzt mal und gucken uns so einen Entscheidungsbaum an. Wie sieht ein Entscheidungsbaum aus? Diese ganzen Machine Learning-Modelle gibt es in verschiedenen Bibliotheken, aber die Machine Learning-Modelle, die jetzt nicht Deep Learning sind, sage ich jetzt mal, ja, die wir jetzt vorerst besprochen haben in der Vorlesung, die gibt es in sklearn. Und das mache ich hier. Also erstmal sage ich, ich trenne x und y auf. Das ist ein Punkt. Ich zeige Ihnen nochmal, wie x aussieht. Ja, also x ist jetzt nur, sind nur unsere Features. Und wenn ich mir y angucke, das sind diese Klassenlabel. Und also die Nummerierung bleibt jetzt in beiden Teilen erhalten. Also ich kann immer noch das eine Tupel aus dieser x mit dem Label aus y korrelieren. Ich brauche nur später zum Lernen einfach die Aufteilung, dass ich sage, okay, ich habe mir zwei Data Frames gemacht, einen für x und also x ist ein Data Frame, y ist technisch kein Data Frame, ist auch extrem hässlich in Pandas. Das ist jetzt ein Array. Also wenn Sie das machen hier, Type, ja, das ist auch so ein weiterer Fallstrick. Das ist eine Series. Ne? Wenn Sie jetzt aber hier auf x klicken, ist das ein Data Frame? Ich würde auch erwarten, wenn ich projiziere auf ein Attribut, dass hier auch ein Data Frame rauskommt. Kommt es nicht, weil es nur ein Attribut ist. Das ist ein Spezialfall. In Pandas ist dann Series sehr, sehr hässlich gemacht. Da sollte immer der gleiche Typ rauskommen. Das sind so kleine Fallstricke, da werden Sie überall reinrennen, wenn Sie mit Pandas was implementieren und sehen, wie problematisch das ist. Ja, okay, aber so ist es. Wir müssen damit jetzt leben. Genau. Und wir fangen jetzt mal an, so einen Baum zu bauen. Dafür habe ich mir eine kleine Funktion gebaut. Was macht die? Die baut so einen Entscheidungsbaum mit Hilfe von sklearn. Und ich habe ein paar Parameter benutzt, die ich im Folgenden benutze, einfach um das zu erklären. Das eine ist, wie überhaupt so ein Baum, mit welchem Maß, ja, Bernd Schiele hat ja auch darüber geredet in der letzten Vorlesung, mit welchem Maß ich so einen Baum überhaupt bewerte, wie die Qualität eines Baumes ist. Wir werden Gini benutzen, erkläre ich auch gleich, wie das funktioniert. Dann die maximale Tiefe des Baumes, sage ich dir 1, das ist nur eine Ebene. Dann die Min-Samples pro Leaf, heißt wie viel Tupel minimal in so einem Blatt reinfallen müssen. Ja, dann rufe ich hier letztendlich die Methode, die mir so einen Entscheidungsbaum erstellt, mit Hilfe von sklearn, übergebe die ganzen Parameter, brauchen wir gar nicht reingucken. Das Entscheidende, was jetzt passiert ist, ich sage, okay, dieser Klassifizierer macht natürlich nur Sinn, wenn ich ihn mit Hilfe von Daten trainiere. Das passiert hier mit der Fit-Funktion. Also ich rufe auf diesen Baum, den ich mir hier erzeugt habe, ja, habe ich jetzt als Objekt, da kann ich jetzt als Methode aufrufen, Punkt Fit, gebe x, y, übergebe x, y und dann wird dieser Baum trainiert. In dieser Zeile wird jetzt eine Visualisierung gebaut
Und dann wird das Ganze zurückgegeben. Das heißt, wenn ich das mal ausführe, das machen wir mal hier, kriege ich folgenden Baum. Das heißt, wir haben hier nur einen Baum, der praktisch eine Unterscheidung trifft entlang eines Attributs. Also dieser Entscheidungsbaum guckt sich hier nur ein Attribut an, das steht hier im Wurzelknoten, der guckt sich Petal Length an, kleiner gleich 2,45. Alle Tupel, für die das gilt, die gehen nach links. Alle, die echt größer sind, die gehen nach rechts. Ja. Und hier stehen noch andere Informationen drin, dieser ominöse Gini-Index, den wir gleich angucken. Dann die Anzahl der Tupel, das sind 150 vor der Aufteilung. Ja. Vor der Aufteilung hat der Datensatz 150 Tupel. Hier ist nochmal die Verteilung auf die Klassen, das haben wir oben schon gesehen. Und dann steht hier eine Klasse, die zugeordnet wird. Class Setosa, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Warum? Weil wir haben eigentlich alle drei Klassen, sehen Sie hier auch, perfekt verteilt. 50, 50, 50. Warum steht da Setosa? Das wird bei dieser Implementierung zufällig zugewiesen. Also wenn sich dieser Knoten nicht ganz sicher ist, dann sagt er, okay, ich nehme irgendwas, ich würfel einfach irgendwas und das ist in diesem Fall Setosa. Wenn Sie jetzt nach links gehen, sehen Sie, dass sich das hier ein bisschen ändert. Da sehen Sie, oh, da sind nur 50 Elemente drin. Die Verteilung ist hier 50 von Klasse 0. Das ist die Setosa-Klasse, 0 von den anderen beiden Klassen jeweils. Und hier steht auch wieder Klasse Setosa dran. Hier sind 50 Sample drin und die gehören alle zu einer Klasse. Und deswegen ist dieser Knoten jetzt, oder dieses Blatt, sehr stark eingefärbt. Das heißt, die Färbung visualisiert jetzt, wie sicher sich der Entscheidungsbaum ist in seiner Entscheidung. Ne? Weiß heißt, keine Ahnung, ich habe gewürfelt. Eine Farbe heißt, ich bin mir da wirklich sicher. Ne? Und je blasser die Farbe wird ins Weiß rein, desto unsicherer ist sich der Entscheidungsbaum. Das sieht man auch hier auf der rechten Seite. Hier sind zwei Klassen noch vorhanden. Ja, der sagt jetzt hier munter geraten, Versicolor, warum auch immer. Ja, das, also hier, dieser Baum, im Grunde kann man diesen Baum lesen, links ist schon super, also diese orangene Klasse, diese eine Klasse Setosa wurde toll abgetrennt, aber die anderen, die sind hier noch vermischt in dem rechten Baum. Genau, und wenn wir jetzt dieses mal weiter angucken, also vielleicht können wir aber noch ein bisschen hier mit der Tiefe spielen, also hier ist die Tiefe 1 und natürlich kann ich jetzt auch die Tiefe verändern von so einem Baum. Machen wir mal hier und da sehen Sie schon, aha, da gibt es auch noch ein. Hier hat er jetzt eine weitere Ebene eingezogen. Hier wurde nichts gemacht, war alles schon gut, das muss ich nicht weiter auftrennen. Aber hier wird jetzt eine weitere Unterscheidung gemacht nach einem anderen Attribut. Da hat er jetzt gesagt, okay, für alle, die hier oben nach rechts gehen, gucke ich mir noch die Paddle Width an. Das Feature Paddle Width, wenn es kleiner gleich 1,75 ist, kommt es in den linken Kinnknoten. Wenn es echt größer ist, kommt es nach rechts. Und da sieht man schon, oh, jetzt wird das ganze Ding ja recht bunt. Weil Sie sehen hier, die Verteilung ist schon ziemlich gut. Also hier sieht man schon, oh, 0, okay, da kann nichts anderes stehen, weil hier gibt es ja schon, hier oben gab es schon keinen mehr. Also 49 sind hier Versicolor und 5 sind ja noch diese andere Klasse. Und hier ist es invers dazu, also hier sind die meisten, bis auf diese eine Ausnahme hier, sind in der dritten Klasse. Das ist schon eine sehr, sehr gute Klassifizierung, ist nicht perfekt, aber mal wesentlich besser, wie man das vorher hatte. Ja, und je höher ich jetzt dieses Ding hier drehe, die Anzahl der Ebenen, desto mehr versucht der Baum das noch aufzufächern. Ne? Kann ich beliebig tief machen, also diese Entscheidungsbäume kann ich beliebig steuern durch zahlreiche Parameter. Ja, das mal zu dieser Visualisierung. Damit gucken wir uns jetzt mal diesen Gini-Index an. Was macht der Gini-Index? Ein Gini-Index ist ein Maß für die Gleichverteilung oder umgekehrt gelesen Ungleichverteilung. Und ist folgendermaßen definiert. Sie haben das ist die Formel und die liest man folgendermaßen. Sie haben die relativen Häufigkeiten der einzelnen Klassen normiert auf 1. Das heißt, wenn Sie jetzt bestimmte Klassen haben, Sie haben 50, 50, 50, wie wir eben hatten, dann haben wir ein Drittel plus ein Drittel plus ein Drittel ist 1. Ein Drittel ist die relative Häufigkeit jeder Klasse, das ist, was wir oben hatten. Wenn Sie die zusammen addieren, mehr steht ja nicht, das ist diese Summe, da muss eine 1 rauskommen. Ne? Die Summe über alle relativen Häufigkeiten ist 1. Das ist erstmal eine Vorbedingung für diese relativen Häufigkeiten. Und der Gini-Index ist jetzt 1 minus die Quadrate dieser, also die Summe über die Quadrate der einzelnen Häufigkeiten. Und das heißt, je kleiner dieser Wert ist, desto gleichverteilter ist die Verteilung. Und was wir jetzt machen, ist, wir benutzen dieses Maß, also wir wollen Verteilungen erzeugen, wo dieser Gini-Index minimiert wird. Und um Ihnen mal zu zeigen, wie das funktioniert, habe ich hier wieder eine kleine Funktion
geschrieben, die auf einer Eingabe, bei einer Eingabeserie in diesem Fall, die, also das Gini berechnet. Ne? Wir hatten ja dieses Y, ich zeige es nochmal, warum hier Series steht, ne? Das ist wirklich der Datentyp Series, hat hier oben schon gezeigt, das ist nur diese eine Spalte. Und da habe ich ja die bestimmten Labels, also die Labels von den einzelnen Klassen. Und die will ich jetzt gucken, wie die verteilt sind. Das mache ich hier in diesem Code, dass ich hier sage, okay, ich mache wieder die Value Counts, dann mache ich die Gesamtsumme über die Elemente und dann erzeuge ich hier praktisch die relativen Häufigkeiten und den Gini-Index. Und dann kommt das hier raus. Also ich kriege jeweils die Klasse und den Gini-Index. Ja, und dann kommt hier für diese Verteilung das hier raus. Ne? Also das ist die Verteilung, das ist die Ausgangssituation, die wir eben hatten. Wir hatten 50 Tupel pro Klasse und einen Gini-Index von 0,667. Jetzt kann ich natürlich den Gini-Index auch berechnen für den linken Teilbaum. Also wenn wir nochmal zurückgehen, ich mache den Baum hier nochmal ein bisschen kleiner, nur mit einer Ebene. Also eine Ebene, diese Nummerierung, die ist immer so gerechnet, man zählt im Grunde die Ebenen der Pfeile. Ja, also man könnte ja jetzt auch argumentieren, eigentlich sind das auch zwei Ebenen, oder? Ich habe einen Wurzelknoten und habe ja diese Ebene der Blattknoten, sind das nicht zwei Ebenen? Die Definition ist üblicherweise, dass man die Anzahl der Pfeile zählt. Ja, also deswegen ist das hier auf 1 gesetzt. Aber es gibt beide Definitionen, beide können Sinn machen. Was ich jetzt mache, also ich hatte ja den Gini-Index hier angeguckt, also hier oben steht auch der Wert, den wir eben hatten. Und jetzt gucke ich mir mal die Gini-Indexe für die einzelnen Blätter an. Ja, das sind ja auch Verteilungen, die kann ich mir auch angucken. Also den linken Knoten, das ist ja diese Unterteilung gewesen, 2,45 muss ich aufteilen. Das heißt, ich filtere wieder von den Daten alle aus, die in diesem Attribut kleiner gleich 2,45 sind. Gucke mir diese Y-Spalte an, also die Labels. Das Ganze jage ich durch meine Gini-Funktion und kommt hier 0,0 raus. Das ist auch das, was Sie hier oben sehen, das ist das, was der Baum von Escalern auch rausgefunden hat, der Gini ist 0,0. Ja, wenn ich das für das rechte Blatt mache, kommt hier 0,5 raus. Ja, das ist die Verteilung 50-50, da kommt 0,5 raus. Hier ist mal 0,0. 0,0 ist das Beste, was man erreichen kann und das wollen wir erreichen. Das heißt, ich habe hier ein Maß dafür, gegebene Menge von Klassen, was mir sagt, wie gut ist diese Verteilung. Ja, ist das gut oder ist das nicht gut? Und das kann ich jetzt benutzen, um eine Verbesserung, einen Gain, einen Mehrwert zu berechnen. Also ich habe ja jetzt das Problem, dass ich meine, hier fällt der Baum vom Himmel, aber wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn dahin, dass ich weiß, dass ich entlang dieses Attributs teilen muss? Das ist mal die erste Frage. Ich habe vier Attribute, die könnte ich ja alle nehmen. Ja, warum dieses Attribut, warum nicht irgendein anderes? Wer sagt mir das? Ja. Und dann innerhalb eines Attributs habe ich ja den ganzen Wertebereich von Minimum in diesem Attribut zum Maximumsattribut. Welches nehme ich denn nun? Wer sagt mir das? Ja, also es sind eine Menge Entscheidungen, die ich treffen kann. Und der Baum hat diese Entscheidung irgendwie getroffen. Und das macht er mit Hilfe von Gini und dem Information Gain. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich entscheiden will, teile ich diesen Datensatz weiter auf an einem bestimmten Knoten oder nicht, kann ich mit Hilfe des Information Gains, des Gewinns, kann ich berechnen, wie viel mir das denn bringt. Und das machen wir jetzt im Folgenden. Das sieht folgendermaßen aus. Die Information Gain ist folgendermaßen definiert. Also ich habe jetzt die Verteilung der Klassen, in diesem Fall waren das drei, für die verschiedenen Knoten. Und ich habe hier natürlich einen Vaterknoten, das ist ja mit V signalisiert. Ich habe den linken Kindknoten, rechten Kindknoten. Das sind diese drei verschiedenen Verteilungen, die wir oben schon gesehen hatten. Dann habe ich die Anzahl der Tupel oder Elemente in diesem Fall genannt in einem Vaterknoten. Ja, das ist, wenn man mal draufklickt. In einem Vaterknoten oder Mutterknoten oder Vorfahrknoten, wie auch immer man den nennen will. Parentknoten. Links und linken und rechtem Kind. Das ist natürlich logisch, dass die Anzahl der Elemente im Parent Node entspricht denen von der Summe über die Kindknoten. Das ist später natürlich nicht mehr so. Ne? Kommen Sie da jetzt nicht durcheinander. Natürlich werden alle, die Elemente sind ja später nicht mehr im Vaterknoten drin. Ich will die ja runterdrücken zu links und rechts. Ja? Also der Vaterknoten hat natürlich hinterher keine Elemente mehr und deswegen funktioniert diese Summe. Ja? Das ist genau, alle Elemente des Vaterknoten sind jetzt hier perfekt verteilt auf links und rechts. Genau,
Ja, und was ich jetzt hier reingebe, diese Funktion, ist so ein Qualitätsmaß. Ja, das können andere Qualitätsmaße sein. Bernd Schiele hat das ja auch erklärt gehabt in der Vorlesung. Ich nehme hier diese Gini Impurity. Das heißt, das ist diese Funktion i. Die kommt hier rein und ich berechne einmal die Qualität des Vaters, wenn er die Daten hat, ziehe davon die Qualität des linken Kindknotens ab und ziehe davon die Qualität des rechten Kindknotens ab. Und das ist der Gewinn im Vergleich zum Qualitätsmaß des Parent Nodes, den ich hier berechnen kann. Das heißt, die Veränderung, die ich bekomme, wenn ich diese Aufteilung wirklich mache. Das ist ganz wichtig hier zu verstehen. Ich bin ja in dem Algorithmus, bin ich ja, ich versuche ja für die Daten, die im Algorithmus ja noch nicht aufgeteilt sind, zu verstehen. Okay, ich könnte jetzt diese und jene Aufteilung machen. Was für einen Gewinn bekomme ich dadurch? Ja? Also ich will nur hypothetisch berechnen, okay, mal angenommen, ich mache das, was ist der Gewinn? Und dafür will ich eine Zahl bekommen, ein Qualitätsmaß, was mir sagt, ja, das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee. Das ist die Idee von diesen Qualitätsmaßen. Also bevor ich die ganze Arbeit mache, bevor ich die Daten aufteile, was zum Beispiel auch wieder im Sinne eines Datenbanksystems viel Arbeit nach sich ziehen kann, also irgendwie terabyteweise Daten da durch die Gegend zu schaufeln. Ich will vorher wissen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Gibt mir das einen Gewinn? Und das sagt mir das. Also was gewinne ich dadurch, wenn ich diese Aufteilung mache? Das sagt Ihnen diese Formel. Und das kann man natürlich dann hier auch im Python ausrollen und dann kommt da so ein Wert raus. Ne? Und ich finde es aber schöner, das mal zu visualisieren. Dann sieht man ganz gut, was da passiert. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wie ich das visualisiere, das ist jetzt ein bisschen fiddliger, fortgeschrittener Pandas, Python, Code, wollte ich gar nicht drauf eingehen, nur um das Prinzip zu zeigen, was hier passiert, erzeuge ich jetzt mal den Information Gain für jedes Attribut. Das heißt, was diese Graphen zeigen ist, die können Sie folgendermaßen lesen, das hier ist für das Attribut Sample Length. Und ich nehme den ganzen Datensatz, die 150 Tupel, wie ich sie am Anfang habe, und ich überlege jetzt, okay, wo kann ich denn den Datensatz aufteilen? Das kann ich überall machen. Ja, ich kann sagen, also ich fange mal an, irgendwie, wenn ich ein Datenelement nach links mache und alle 149 anderen nach rechts, dann hätte ich ja hier eine Linie, würde ich hier eine Linie einziehen. Ja, und je mehr ich diese Linie verschiebe, desto mehr komme ich in diesen Bereich, wo links genauso viele sind wie rechts. Also das wäre der Median. Beziehungsweise kann ich an jeder einzelnen Stelle hier dieses Attributwertes, das kann ich natürlich eine Linie ziehen und sagen, okay, da teile ich auf, das ist praktisch meine Bedingung auf diesem Attribut und alles, was kleiner gleich ist, ist nach links, alles, was echt größer ist, fällt nach rechts. Und jetzt kann ich natürlich für jede dieser Aufteilung, kann ich mir diesen Information Gain mal hinmalen, das ist die blaue Kurve, die sagt also, wo der Gewinn einer solchen Aufteilung am größten ist. Und da sieht man, das steigt hier auf, bis zu diesem Bereich hat hier das Maximum, das ist hier signalisiert durch diese beiden grünen Linien. Ja, die grünen Linien sagen, in diesem Intervall kannst du machen, was du willst. Der Information Gain ist hier maximal. Größer wird es nicht. Ja, also irgendeine Bedingung an dieser Stelle kann ich nehmen für diese Daten und alles wird gut. Und hier steigt das Ganze dann wieder ab. Und das kann ich für jedes Attribut machen. Ja, also ich kann hier gucken, wie ist es bei Sepal Width, wie ist es bei Petal Length. Wie ist es bei Petal Width? Ja, und hier steht auch jeweils das Maximum, also maximale Information Gain, den ich hier gewinne. Also ist genau ein Drittel hier für all diese Dinger. Hier ist es ein Drittel, da ist es nur 0,12, da ist es nur 0,22. Oh Wunder, oh Wunder. Also diese beiden Attribute haben den größten Effekt, was den Information Gain angeht. Petal Length und Petal Width. Bei beiden kann ich irgendwas wählen hier zwischen, komplett Schnurz, ja, irgendeine Bedingung dazwischen in diesem grünen Intervall. Ich habe hier das Maximum. Tja, wozu führt denn das? Das führt dazu, dass der Baum sagt, alles klar, dann nehme ich doch eins dieser beiden, kann ich zufällig nehmen, macht keinen Unterschied. Wir nehmen Petal Length kleiner, gleich 2,45, weil da der Information Gain am höchsten ist, von dem, was ausprobiert wurde. Zwar kleiner, gleich 2,45, ich hoffe, das stimmt hier einigermaßen meine Grafik überein. Petal Length 2,45, ja, das ist hier, hat er genau die Mitte genommen. Ne? Das ist die Schnittlinie, die er genommen hat. Er hätte, wie gesagt, auch hier schneiden können. Das macht bei diesen Daten keinen Unterschied. Ne? Das heißt, Grundidee an dieser Stelle ist, ich nehme überall meinen Attributraum, über alle Attribute, probiert der Algorithmus, was ist denn der beste Schnitt? Ja? Ich kann das übrigens innerhalb eines Attributs, kann ich das in linearer Zeit machen, indem ich systematisch diese Linie von links nach rechts über den Datenraum fahre. Ne? Dann habe ich lineare Zeit innerhalb eines Attributs mal Anzahl der Attribute ist dann der Aufwand für den Algorithmus.
Aber das ist nochmal ein längeres Thema. Ja, so viel dazu, zu Genie. Damit würde ich sagen, machen wir eine Pause. Um 10 nach 1 geht es weiter mit der Vorlesung. Ich bin jetzt im Discord-Audio-Channel. Bis dann.
Okay, damit machen wir weiter. Also das ist der Information Gain und der wird benutzt, um so Entscheidungsbäume zu bauen. Und das kann ich natürlich rekursiv machen. Also wir haben ja, ich hatte es eben schon gezeigt, ich hatte verschiedene tiefe Bäume gezeigt. Der hat nur diese eine Ebene an Pointern. Ich kann das aber auch beliebig machen. Also ich kann natürlich jetzt sagen, an jedem dieser Blätter kann ich wieder rekursiv den gleichen Algorithmus aufrufen. Ich kann es überlegen, okay, wie teile ich denn die Dinge auf? Was ist denn hier die Splitlinie? Was ist hier das Attribut, mit anhand dessen ich das aufteilen sollte? Und ja, was ist denn der Wert, ja, anhand dessen ich aufteilen sollte? Und das kann ich jetzt hier machen, indem ich sage, ich mache mal die Ebene 2. Und da sehen Sie, dieser Knoten hat sich überhaupt nicht geändert. Also die Entscheidung ist ja unabhängig davon, ja, die erste Entscheidung. Was sich geändert hat, ich habe hier dieses Ding weiter aufgespalten. Ich habe hier gesagt, okay, ich muss jetzt auch hier gucken, Gini-Index, Information Gain bestimmen und so weiter und so fort. Und anhand dessen kommt jetzt das hier raus. Und das kann ich jetzt beliebig weitertreiben. Ich kann sagen, ich mache jetzt hier, was weiß ich mache mal 10 Ebenen davon. Ja, dann kriegen wir so einen breiten Baum, der passt ja gar nicht mehr richtig drauf. Ich kann ein bisschen rauszoomen, dann passt auch nicht drauf. Wie auch immer. Kann ich ein bisschen hin und her scrollen. Da sehen Sie, okay, da sieht man schon die verschiedenen Schattierungen. Also bei LiDAR ist er sich ganz sicher. Hier ist nur ein Element überhaupt drin. Ein Element ist in dieser Klasse drin. Hier sind zwei drin, hier sind drei drin, hier sind zwei, hier sind 43 drin. Also sehen Sie eine ganz unterschiedliche Belegung, die jetzt so, die man jetzt auch nicht offensichtlich sieht. Man sieht in dem Baum die Farben. Aha, er ist sich ja ganz sicher. Super, das ist ja toll. Denn immer wenn es ganz intensive Farbe ist, muss es doch gut sein, oder? Das ist doch das, was wir wollen. Und ich zeige Ihnen mal im Folgenden, warum das nicht so ist. Das ist ein großes Problem beim Machine Learning-Verfahren. Wir haben nämlich hier oben auch ein bisschen was falsch gemacht. Und ich sage mal, wie Sie es richtig machen. Und das hat mit dem Begriff Overfitting, Underfitting zu tun. Ich überspringe jetzt mal erstmal ein paar Zellen, um Ihnen zu zeigen, was hier überhaupt das Problem ist. Was ich hier visualisiere, das sind nochmal, ich hatte Ihnen ja oben gezeigt, dass es nur 6 verschiedene Kombinationen gibt von diesen beiden Attributen, von diesen 4 Attributen, ne? Also im Zweidimensionalen. Und die habe ich Ihnen hier nochmal hingemalt. Sie sehen also hier die Kombination Sepal Lengths and Sepal Widths zum Beispiel, oben links im Graphen. Hier ist nochmal Sepal Lengths, Petal Lengths und so weiter und so fort. Und was ich jetzt zusätzlich eingemalt habe, das sind die sogenannten Entscheidungsflächen. Flächen oder Decision Surface, wie man im Englischen sagt. Und die geben an, wie denn der Baum partitioniert. Also wie liegen denn die Grenzen im Baum? Das heißt, wenn ich jetzt einen Baum habe, der nur diese eine Abfrage hat, Petal Length kleiner gleich 2,45, dann wird dieser Baum so aussehen. Ja? Also da wird diese Aufteilung hier gemacht werden. Das sind praktisch die Klassifizierung, die ich da bekomme. Das heißt, ich kann die Entscheidungsflächen sagen mir hier, wie die Aufteilung passiert ist in diesem Baum, ja? Und wie er partitioniert. Das heißt, insbesondere wenn ich jetzt auch einen neuen Punkt einfügen würde und dieser Punkt würde hier in einem roten Bereich liegen, dann weiß ich, aha, der Baum wird sagen, der ist rot. Oder wenn ich einen Punkt einfüge in diesem Bereich, egal was passiert, der Baum wird sagen, das Ding ist blau. Ja? Weil das ist die Klassifizierung, die er gelernt hat. Und je tiefer ich jetzt diesen Baum mache, also wir erhöhen jetzt mal, wir mit drei verschiedene Varianten von diesem Baum habe ich erzeugt, einmal der Tiefe 1, einmal der Tiefe 3 und einmal der Tiefe 10, da werden Sie sehen, wie sich diese Entscheidungsflächen verändern. Also wenn wir jetzt auf Tiefe 3 gehen, dann sehen Sie, aha, da kommt jetzt auch mal eine gelbe Fläche raus. Also da gibt es jetzt auch Bereiche in den Daten, wo das als gelb klassifiziert. Beziehungsweise wenn wir jetzt auf einen ganz tiefen Baum gehen, dann sehen wir auf einmal das hier. Dieses komische Phänomen, hier sind so komische Striche drin, so Bereiche, wo er das gelb machen würde. Also jeder Punkt, der in dieser Linie liegt, würde gelb gemacht werden. Hier ist nochmal so eine ganz dünne Linie, hier geht eine blaue Linie runter. Hier sind so kleine blaue Kästen drin, wo nur einzelne oder nur wenige Datenpunkte drin liegen. Und ja, hier genauso. Also es ist schon, ja, ist nicht mehr so ganz eindeutig, welche groben Bereiche in diesem Datenraum zu welcher Klasse gehören. Und das ist ein Problem, das nennt sich Overfitting. Ich habe hier nochmal eine andere Grafik dazu, die das schematisch ein bisschen erläutert. Einmal für eine Regression. Regression heißt, wir wollen irgendwie eine kontinuierliche Funktion approximieren. Und wo wir sind, ist ja die Klassifikation. Wir wollen drei Klassen trennen. Hier im Beispiel sind es zwei Klassen. Und ich will irgendwie diese zwei Klassen trennen, indem ich irgendwie eine Linie dadurch ziehe oder eine Hyperebene im höher als zweidimensionalen. Also wir fangen mal bei der Klassifikation an. Da sehen Sie hier,
in der Mitte. Das nennt man ein balanciertes Modell. Das heißt, ich habe hier im Wesentlichen den Effekt, dass das Gros der einzelnen Tupel ist hier links von der Linie, ja, und das andere Gros ist rechts von der Linie. Beim Underfitting, das haben wir auf der linken Seite, sieht es so aus, dass schon noch recht viele Punkte, die eigentlich nach rechts sollten, links sind, beziehungsweise auch umgedreht, dass viele Punkte, die grün sind, hier auf der falschen Seite der Linie liegen. Also das Modell ist nicht gut genug und wird in bestimmten Bereichen keine gute Antwort geben. Beim Overfitting haben wir so ein Phänomen, dass diese Kurve sehr stark anhand der aktuellen Daten gezogen wird. Also einzelne Tupel haben eine sehr, sehr große Auswirkung darauf, wie diese Linie gezogen wird. Und das sieht man dann, wenn man das visualisiert, sieht man das hier, okay, die orientiert sich wirklich sehr, sehr stark an diesen konkreten Datenpunkten. Die Datenpunkte müssen ja nicht die generelle Idee dieser Kurve repräsentieren. Ich mache mal hier ein bisschen den Weg da. Das ist ein Problem, wenn diese Modelle zu stark an die konkreten Daten angepasst sind. Dann generalisieren diese Modelle nicht mehr, sie lernen nicht mehr. Und das sieht man auch, wenn wir auf die Regression gucken hier oben. Also hier ist eine Situation, das sind auch so Datenwolken und man kann erkennen, dass irgendwie so eine Idee von einer Funktion könnte dahinter sein. Das heißt, ich kann ja versuchen, diese Funktion zu lernen. Es könnte so etwas Parabelartiges sein hier in der Mitte. Und das sieht ganz gut aus, dass ich damit eine Funktion approximieren kann. Das sieht vernünftig aus. Hier links, das sieht nicht gut aus. Also diese Punkte liegen alle weit weg von der Kurve, die liegen alle weit weg drunter, die liegen alle weit weg drüber, das sieht nicht gut aus. Das wäre ein Underfitting, also das Modell ist nicht gut genug angepasst an die Daten. Versus Overfitting heißt, das Modell ist zu stark angepasst an die Daten, die ich zum Trainieren benutzt habe. Hier sieht man also auch so eine wellenartige Struktur. Also der geht ja wirklich von Punkt zu Punkt. Das kann beliebig komplex aussehen. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu unseren Entscheidungslinien, das ist genau das, was wir hier sehen. Also hier habe ich eine Unterteilung in zwei Bereiche, links und rechts, linker, rechter Knoten. Und das ist zwar schön, weil ich in der Lage bin, damit eine Klasse abzutrennen, aber ich bin nicht in der Lage, das in drei Klassen aufzuteilen. Also ich würde erwarten, dass ich drei Flächen bekomme. Also drei Flächen, die auch idealerweise nicht zu feingranular sind. Das sieht hier in diesem Bereich ganz ordentlich aus. Also es ist nicht perfekt. Sie sehen auch, hier sind gelbe Punkte auf der rechten Seite. Aber hier, das ist definitiv Overfitting. Also hier sieht man diese komischen Artefakte in der Visualisierung. Irgendwelche komischen Linien, die da nicht hingehören. Und das ist nicht gut. Und wo man jetzt aufpassen muss beim Trainieren, ist, dass dieses Overfitting nicht passiert und das Underfitting nicht passiert. Beziehungsweise, dass man letztendlich in so einer Mitte bleibt, wo man möglichst viel Information aus den Daten rausholt, aber nicht so viel, dass das Modell dahinter, was man lernt, nicht mehr generalisiert. Und das gucken wir jetzt nochmal ein bisschen an. Wo waren wir denn hier? Dafür müssen wir erstmal so ein bisschen überlegen, was sind eigentlich Fehlermaße, die mir helfen zu verstehen, ob ein Modell gut ist oder nicht. Und da muss man wieder unterscheiden, Klassifikation und Regression. Also was wir hier machen, ist die sogenannte Accuracy. Wir zählen einfach mal, wie viele sind denn richtig belabelt in so einem Modell. Also Modell ist, wie gesagt, immer, ich rufe es auf mit einem unbekannten Datenpunkt. Der Datenpunkt bekommt dann Label. Dieses Modell für die Schwertlinien sagt mir, es ist eine dieser drei Schwertlinien. Ich will ja nicht, ein Modell zu lernen für Schwertlinien, die ich schon kenne, ist ja, was bringt mir das? Ich will ja dann hinterher, wenn ich irgendeine Schwertlinie sehe auf dem Feld, will ich die ja klassifizieren. Also das ist zum Beispiel das, was eine App machen würde, diese Botanik-Apps, ja, die machen ein Foto, vielleicht würden die auf dem Foto diese vier Features vermessen, würden das in das Modell reingeben und das Modell sagt dann, ja, das ist eine Setosa. Alles klar. Das wäre eine konkrete Anwendung davon. Also ich sehe irgendwo eine Blume und die soll jetzt ein Label bekommen, die soll einen Namen bekommen. Und letztendlich führt das aber dazu, dass ich beim Trainieren ein Qualitätsmaß haben muss für die Qualität des Modells. Und das ist zum einen die Accuracy, also ich zähle mal den Anteil der richtig benamsten Blumen in diesem Fall, der richtig benamsten Tupel, beziehungsweise kann ich mir auch den Mean Squared Error definieren. Das ist für eine Regression interessanter, indem ich mir überlege, okay, es gibt hier einen vorhergesagten Y-Wert und es gibt einen Y-Wert, den ich eigentlich haben sollte. Ja, also wenn ich so einen X-Wert reingebe in der Regression, wir können uns vielleicht auch nochmal das Bild da angucken, was dazugehört. Wo war unsere Regression? Hier ist die Regression. Es ist eine Funktion von X nach Y, die ich hier lernen will. Nehmen wir mal das in der Mitte an. Ja, dann weiß ich ja, okay, wenn ich hier ein X reinstecke,
mein gelerntes Modell ist praktisch diese blaue Funktion vorhersagen. Das wäre praktisch das Y, was das Modell vorhersagt. Und dann kann ich ja immer gucken, was ist denn der Abstand von dem Wert, den ich erwarten würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Funktionswert an dieser Stelle nehme von meiner Funktion. Ne? Ich stecke hier das x rein an dieser Stelle, dann kriege ich ja hier den Wert auf der Kurve. Nehme die Differenz zu diesem gelben Wert, ja, dann könnte ich für diesen gelben Wert den Abstand von der Kurve bestimmen. Das ist das, was hier passiert mit dem Mean Squared Error und der ist noch quadriert. Das heißt, er bestraft natürlich dann größere Abstände. Je größer der Abstand wird von dem eigentlichen Datenpunkt, desto größer wird der Einfluss dieses Fehlers auf das Gesamtergebnis. Das kann ich für alle Punkte machen, die ich kenne. Beispielsweise alle 150 Punkte, die ich oben benutzt habe. Und dann bekomme ich einen Fehler. Also ich habe hier in diesem Fall wirklich 150 Punkte des Datensatzes genommen, habe die zum Trainieren genommen und kann dann darüber den Fehler, diesen Trainingsfehler bestimmen. Und das ist genau das, was man nicht machen sollte. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein, keine Angst. Nur falls jemand aufschreit und sagt, hey, das geht gar nicht, was Sie da machen. Nee, geht's auch nicht. Das sollte man nicht machen. Also wir werden gleich die Daten geeignet aufteilen, um überhaupt die Qualität eines Modells sinnvoll bestimmen zu können. Ne? Aber das Qualitätsmaß ist immer die gleiche Idee dahinter. Ich habe eine Menge von Punkten, von XY-Paaren und die kann ich jetzt gegen die Funktion überprüfen. Gegen mein Modell kann ich jetzt einfach mal den Fehler bestimmen und es gibt mir so eine Zahl. Und ja, je kleiner diese Zahl ist, desto besser. Ne? Das ist natürlich untere Schranke ist 0. Genau, ja, und das kann man hier jetzt machen. Also was ich jetzt mache, ist, ich trainiere so ein Modell. Das ist wieder die Funktion, die wir eben hatten. Ich gebe hier die Tiefe an, ich gebe hier die Leaves an und was ich jetzt mache, ist, ich jage die Daten komplett durch dieses Modell durch. Das mache ich hier mit dieser Predict-Funktion, also sage mir das vorher und dann kann ich hier diese Accuracy Score, also die Anzahl der korrekt vorhergesagten Elemente bestimmen. Und jetzt kann ich natürlich hier auch mit dem Baum spielen. Ich kann hier diesen Wert erhöhen. Und bei Accuracy ist es jetzt so, je größer der Wert ist bei Accuracy, ja, also die Accuracy ist die Anzahl der korrekt belabelten Werte. Hier ist größer besser. Bei Mean Squared Error ist es kleiner als besser. Und jetzt kann ich hier mit diesen Werten spielen. Und da sehen Sie, wie dieser Wert hier beliebig groß wird, wenn ich damit spiele. Also wenn ich hier auf 10 gehe, habe ich 1,0. Oh, habe ich ja gelernt. Super. Ich mache die in den Baum beliebig tief und komme auf 1,0. Das ist ja großartig. Ja, alles ist richtig belabelt. Und das ist nicht richtig. Das ist falsch, das darf man nicht machen. Also Bernd Schiele wird nächste Woche sicher auch nochmal drauf eingehen in der Vorlesung, aber ich zeige es Ihnen heute schon mal, damit Sie das von Anfang an richtig machen. Also gehen wir mal zurück auf Baum der Tiefe 3. Der hat eine Accuracy von 97%. Was jetzt das Problem ist, ist, dass ich hier da, dass ich den dass ich dieselben Daten, die ich zum Trainieren benutzt habe, habe ich auch zum Überprüfen der Qualität des Modells benutzt. Und das führt zu einem Memory-Effekt, heißt das. Das heißt, ja, wenn ich für jeden Datenpunkt weiß, was das perfekte Label ist, dann brauche ich mir doch eigentlich nur alle Datenpunkte merken. Großartig, ja. Ich kann die in eine Python Dictionary reinschreiben. Alles wird gut. Perfekt, ja. Also ich brauche überhaupt kein Modell lernen, was irgendwie was Schlaueres macht. Ja, das ist ja gerade die Idee von dem Decision Tree. Gehen wir nochmal hoch, gucken wir uns nochmal an. Wo war denn unser Decision Tree? Ach, hier hatte ich noch diesen komischen großen. Da machen wir wieder auf 3 die Visualisierung. Also die Idee ist ja, dass ich hier Regeln lerne. Ich weiß, wenn kleiner Tralala, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr das. Und dann, wenn aber auch noch Paddlewhiz kleiner gleich 1,75, dann ist es wahrscheinlich so und so. Ja, also ich versuche ja Regeln zu lernen. Je feingranularer ich den Baum mache, desto mehr geht dieser Baum in etwas über, was wir schon mal gesehen haben. Indexe. Ja, wenn Sie sich an Datenbanken erinnern, was wir da gemacht haben, das geht über eine Indexstruktur, die sich einfach merkt, was das richtige Label ist für jeden Datenpunkt. Und das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja Regeln lernen, die nicht nur für diese speziellen Datenpunkte funktionieren, die ich beim Trainieren benutzt habe. Ich will ja auch Regeln lernen, wo ich irgendwie Einsichten gewinne, die mir halt später auch für unbekannte Datenpunkte sagen, ja, das ist die Schwertlinie und das ist die andere Schwertlinie. Und das ist genau das Problem, was wir hier sehen. Also es darf nicht zu feingranular sein, dass ich mir einfach nur merke, was sind die Trainingspunkte. Es muss eine Generalisierung, es muss wirklich ein Lerneffekt eintreten und der tritt nicht ein, wenn ich mir einfach nur diese Datenpunkte
merke. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man lernen muss, wenn man Machine Learning-Modelle trainiert. Und was das für uns jetzt hier bedeutet, ist das Folgende. Wir müssen die Daten auftrennen. Wir können nicht einfach alle Daten nehmen zum Trainieren. Wir müssen aufteilen in Daten, einen Teil der Daten, also wir machen eine horizontale Partitionierung hier. Ne? Horizontale Partitionierung, dann nehmen wir einen Teil zum Trainieren und den anderen Teil nehmen wir dazu, um die Qualität dieses Modells zu bestimmen. Das nennt man einen Train-Test-Split. Da gibt es natürlich schon Methoden für ein Sklearn. Sieht so aus, Sie rufen hier einfach, also Sie müssen das einfach einmal importieren. Sieht so aus, dann rufen Sie die Methode, geben Ihr Original X und Y rein, sagen, wie groß Ihr Testdatensatz ist. 20% heißt das 0,2. Random State heißt einfach für die Partitionierung. Können Sie vorgeben, wie der Zufallszahlengenerator, mit welcher Zahl der anfängt. Wenn ich den setze, also der Trick, warum ich den hier setze, ist der folgende. Ich setze den hier, damit ich immer exakt die gleiche Partitionierung bekomme. Das heißt, wenn ich das mehrfach ausführe, ist das wiederholbar. Ich habe immer genau die gleiche Zuordnung. Wenn Sie das nicht setzen, wird jedes Mal eine andere Partitionierung berechnet. Das kann auch Sinn machen, aber das machen wir hier nicht. Also wenn ich das hier aufrufe, habe ich jetzt auf einmal 4 so Datensätze. Vielleicht können wir uns die mal angucken. Ich sage jetzt mal X-Train, ne, nicht geht weiter, sondern X-Train, Shape. Bumm, da sind 120 drin, nicht 150. Und natürlich sind in Y-Train sind auch 120 drin, das ist aber nur der Länge 1, das ist jetzt wieder eine Series, ja, die Series hat keine, es ist ja nur wie ein Array praktisch, so ein Series, das ist jetzt wieder Pandas. Und bei, wo war ich jetzt, X-Train, Y-Train, jetzt haben wir X-Test, also das ist praktisch der die 4x Features als Test, was kommt daraus? Naja, das sind diese 20%, muss da ungefähr hinkommen, das sind 30. 30 bis 120 sind 150, also alles noch da, nur anders aufgeteilt. Und was ich jetzt mache bei dem Trainieren eines Modells, ist, dass ich immer so einen Split mache. Das heißt, das Trainieren selber passiert nur, indem ich fit aufrufe mit diesem Trainingsdatensatz, ne? X-Train, Y-Train. Das ist der erste Teil. Also ich trainiere nur mit diesem Teil, X-Train, Y-Train. Dann mache ich Vorhersagen mit unbekannten Werten. Also unbekannt in dem Sinne, das Modell kennt diese Werte nicht. Das Modell hat diese Werte nicht benutzt, um das Modell zu lernen. Das passiert hier an dieser Stelle, also das sind ganz andere Werte. Und dann berechne ich diese Accuracy in diesem Fall, weil es eine Klassifikation ist, indem ich nur auf den Testdaten diese Accuracy berechne. Und das gibt mir eine andere Sicherheit, was dieses Modell angeht. Und hier kommt jetzt spannenderweise auch eins raus, was sehr gut ist. Also er hat da wirklich eine Aufteilung gefunden, die funktioniert, obwohl wir einen Train-Test-Split gemacht haben. Also das ist die Vorgehensweise, die man hier machen sollte. Jetzt ist es so, dass gerade bei kleineren Datenmengen das nicht immer so ganz einfach ist, das aufzuteilen. Es kann sein, dass, dass man, hier hat man auch schon sehr wenige Tupel, 150 Tupel, das ist nicht viel. Deswegen gibt es noch eine andere Methode, die den Datensatz mehrfach nutzt, wo Teile der Daten in verschiedenen Rollen sind. Und das nennt sich K-Fold Cross-Validation. Das funktioniert so, wir haben hier den Datensatz mal hingeschrieben und die Idee ist, Sie haben hier 4 Partitionen erzeugt. Also ich habe jetzt auf die X-Achse die Partitionen praktisch abgetragen und ich sage, ich teile den Datensatz mal ein in 4 horizontale Partitionen. Und jetzt kann ich einmal durchrotieren, welche der 4 Partitionen die Rolle des Testdatensatzes einnimmt. Ja, dadurch habe ich jetzt jede Partition mal auch mal mit zum Trainieren genommen. Und das funktioniert, also praktisch, wenn ich 4 horizontale Partitionen bilde, heißt das, ich mache 4 Runden von Train und Test. In der ersten Runde nehme ich die ersten 3 horizontalen Partitionen zum Trainieren, also ich schmeiße die wieder zusammen, die ersten 3, trainiere damit mein Modell und dann nehme ich die 4. Partition zum Testen, bestimme wieder die Accuracy und habe einen Wert dafür. Jetzt rotiere ich das ganze Ding durch. Jetzt sage ich, okay, jetzt nehme ich die ersten beiden und dann den letzten Horizontalpartition und diesen dritten hier zum Testen und so weiter und so fort. Das heißt, ich mache das Ganze 4-mal und habe dann
praktisch jedes Datentupel auch mal zum Trainieren genommen. Und dann bekomme ich praktisch für jeden dieser Folds, heißen die, ja, jede so eine Zeile heißt Folds bringe ich was durcheinander. K-Fold, ich glaube, Fold ist das Statistikwort für horizontale Partition. Entschuldigung, wenn ich diese Datenbankterminologie mal benutze, aber das sind einfach die Worte, mit denen ich groß geworden bin. Ja, also jeder dieser vier Teile, ja, kann ich natürlich auf K viele Arten zusammenbauen. Wenn ich K-Teile habe, kann ich die auf K-Arten zusammenbauen. Ich mache das ganze K mal. Und das heißt, ich kann dann natürlich auch die einzelnen Accuracies entsprechend zusammenbauen, indem ich sage, okay, ich habe für jedes dieses Experiment, jede Zeile ist ein separates Experiment, so können Sie es auch lesen, habe ich eine Accuracy, rechne die gegeneinander auf, bilde einen Mittelwert, das passiert hier, kommt ein Wert raus und dann sagt mir das was aus über die Qualität des Modells. Und das machen wir hier. Da gibt es natürlich auch wieder eine vorgefertigte Methode in Sklearn. Wenn ich das hier aufrufe, kommt da das Folgende raus. Das heißt, Sie können hier auch bekommen für die einzelnen Folds. Wir haben hier angegeben, ich will 5 Experimente machen, also eine Aufteilung in 5 horizontale Partitionen. Mache diese Cross-Validation und ich kann mir hier auch ausgeben lassen an dieser Stelle, das ist diese Zuweisung nach Results, was denn die einzelnen Accuracies waren, ne, in den einzelnen Experimenten. Also hier gibt es durchaus Unterschiede. Hier hat er bei dem ersten Fold, bei dem ersten Experiment hat er eine 1 gekriegt, bei dem auch, dann war ein bisschen schlechter, warum auch immer und so weiter und so fort. Und das rechne ich dann zusammen. Und das gibt mir mein Gesamtergebnis von 0,95. Das ist auch eine wichtige Methode, die Sie oft sehen. Gerade wenn Sie wenige Daten haben, kann das nochmal helfen, besser zu verstehen, was das Modell macht und was es nicht macht. Ja, das wollte ich dazu sagen. Decision Surfaces haben wir angeguckt. Was haben wir da noch so? Ah ja, die Feature Importance. Feature Importance ist auch ein wichtiges Merkmal von gerade von Entscheidungsbäumen. Also die Fragestellung, die Sie immer wieder sehen, wenn Sie Data Science machen, ist, okay, ich habe jetzt meine Attribute. Wir hatten nur 4, aber das können ja Hunderte sein. Ja. Hunderte von Attributen, ja, für jede Zeile, Tausende. Welches davon ist denn jetzt wichtig und welches nicht? Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Methoden im Machine Learning. Also da kann man wahrscheinlich eine separate Vorlesung drüber machen. Und Bernd Schiele hat ja schon darauf hingewiesen, bei Random Forests kommen wir gleich zu, dass man da auch eine bestimmte Methode verwendet, um dieses Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber letztendlich führt das immer zu der Frage, welche dieser Attribute kann ich denn nutzen, sinnvoll nutzen, um diese Daten voneinander zu trennen? Welches dieser Attribute ist denn überhaupt wichtig? Ne? Feature Importance, das ist das, was man hier jetzt berechnen will. Und wir hatten schon gesehen, Petal Lengths und Petal Widths kommen sehr oft vor, sehr weit oben in Bäumen, werden sehr hoch bewertet bei diesem Information Gain mit Gini. Also die haben eine große Bedeutung, wohingegen andere eine geringere Bedeutung haben. Also hier, wenn Sie den Baum angucken, dann sehen Sie, Sepal Lengths kommt hier unten überhaupt erstmal vor. Das erste Mal, hier ist wieder Petal Lengths. Also Sie sehen hier, wenn Sie den Baum mal einfach so naiv angucken, hier steht 1, 2, 3 mal Petal Lengths, einmal Petal Widths, einmal Sepal Lengths. Sepal Widths kommt überhaupt nicht vor, weil ihr überhaupt keine Bedeutung habt bei diesem Baum. Und das ist ja auch ein Hinweis, dass vielleicht dieses Attribut Sepal Widths gar nicht informationstragend ist und dass es nicht so wichtig ist, um diese Entscheidung zu treffen. Und das ist eine wichtige Information, nicht nur für Sie dann als Data Scientist, sondern das ist eine Information, die Sie auch dem Biologen zurückspielen können, sagen können, hey, ich habe die Analyse gemacht, aber bei mir kommt immer raus, dass bestimmte Attribute viel, viel wichtiger sind als andere. Siehst du das auch so? Und dann zeigt man dem Anwender, dem Biologen, hey, guck mal, das sind die wichtigsten Attribute, dieses war am wichtigsten. Siehst du das auch so? Hast du das gewusst? Hast du da noch andere Ideen zu? Also man kann hier an dieser Stelle zurückspielen dem Domänexperten und sagen, hey, das war wirklich wichtig und dieses Attribut können wir auch direkt weglassen. Das wird sowieso nie benutzt, das hat überhaupt keinen Effekt. Also das ist ganz wichtige Entscheidung, um zu verstehen, wie die Modelle das machen, aber auch was wichtig ist, welches Attribut wichtig ist in den Daten. Und diese Feature Importance kann ich mir hier direkt zurückgeben lassen. Also es gibt Ihnen der Entscheidungsbaum direkt raus. Da sehen Sie jetzt hier für diesen Baum, den wir oben hatten, so ein Maß. Und je höher, desto wichtiger ist diese Feature Importance. Sie sehen hier, Petal Lengths ist hier, hat einen relativ hohen Wert, Petal Widths einen relativ geringen, Sepal Lengths
paar Stellen am Komma kommt da mal eine Zahl, die nicht 0 ist. Sepal Length und Sepal Width hat 0. Ja? Also das sind dann so Darstellungen, die ich damit erzeugen kann. Und typischerweise zeigt man dann so einen Plot. Und gerade bei vielen Attributen sieht man dann, das ist eine Funktion, die sehr stark abfällt. Also man sieht meist nur, das sind so ganz wenige Attribute, die der Brüller sind, die wirklich einen großen Effekt haben auf das Modell. Und die anderen Attribute fallen weg. Und das früh zu verstehen, ist wichtig, weil es natürlich auch, Stichwort große Datenmengen, den Effekt haben kann, wenn ich früh verstehe, dass von meinen 5000 Attributen eigentlich nur 4 eine Rolle spielen, wieso nehme ich dann immer alle 5000 Attribute mit und schleppe diese ganzen Datenmengen durch die Gegend? Wenn ich die früh ausfiltere, weil ich verstanden habe, das bringt sowieso nichts, ja, dann gucke ich mir noch nur die 3, 4 Attribute an, die eine hohe Wichtigkeit haben und benutze nur die, um mein Modell zu lernen. Wie gesagt, das ist nur ein Verfahren. Wir kriegen, es gibt viele verschiedene Verfahren, wo man so eine Auswahl treffen kann im Machine Learning. Aber in so einem Entscheidungsbaum kann ich das praktisch umsonst bekommen. Ich habe ihn nochmal ausgerollt, wie man das hier berechnet. Also hier ist nochmal ein anderer Baum. Ich habe hier nochmal anders, nochmal die Feature Importance mir ausgeben lassen. Da sieht es ein bisschen anders aus. Hier kommen andere Werte raus. Also die Feature Importance wird immer pro Baum berechnet. Und hier habe ich ihn einmal die Feature Importance ausgerollt in der Beispielrechnung, wie das passiert. Ich denke, die Formel dafür werden wir noch machen, entweder in der Übung oder nächste Woche in der Vorlesung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, das wollte ich zu Entscheidungsbäumen sagen. Wenn Sie dazu Fragen haben, fragen Sie im Discord-Chat. Und wenn man diese Entscheidungsbäume hat, also es war ja immer nur ein Baum. Mein Modell besteht ja nur aus einem Baum. Und auch das kam ja schon letzten Montag dran. Man kann mehrere Bäume kombinieren. Ja? Auf verschiedene Art und Weise. Da gibt es 2 Klassen von Algorithmen, die eine Rolle spielen. Der eine ist Random Forest und der andere ist Gradient Boost. Gradient Boost haben wir noch nicht gemacht. So Random Forest ist einfach die Idee eines Ensembles. Das heißt, deswegen heißen die auch Ensemble-Methoden. Das heißt, ich habe nicht nur einen Baum, sondern ich habe mehrere Bäume, die mit diesen Attributen was lernen. Und die schalte ich zusammen. Und immer wenn ich jetzt wissen will für ein neues Datenelement, ja, in welche Klasse gehört es denn, dann frage ich alle Bäume. Frage ich alle Bäume, ja, was meint ihr denn? Lass die mal zusammen abstimmen und da kommt irgendwas raus. Und das ist dann das Ergebnis. Statt nur einen Baum zu fragen. Und das hat viele, bei Random Forest insbesondere den Effekt, dass die Qualität meistens besser ist von so Random Forest Classifiern. Das muss nicht so sein, aber oft ist es der Fall. Also es gibt im Machine Learning muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele Methoden, um eine Klassifikation zu machen, um eine Regression zu machen. Und bei vielen Problemen ist es so, dass Random Forests, beziehungsweise auch Gradient Boost, auch eine extrem gute Methode, aber irgendwas mit Decision Trees, ist meist schwierig zu schlagen. Die sind meist sehr, sehr gut. Wenn es dann an Bilddaten geht, und das ist ein Thema für die nächsten Wochen, komplexere zweidimensionale, dreidimensionale Bilddaten, Audiodaten, Sprachübersetzung und so weiter und so fort. Da kommt man dann manchmal auch weit mit diesen Techniken, aber dann geht es dann meistens noch Richtung Deep Learning. Also neuronale Netzwerke ist nochmal eine andere Kiste. Aber wenn das so Probleme sind, wo das so strukturierte Daten sind, irgendwelche Attribute, Attributwerte und irgendwelche Tupel, also irgendwas, was gut in eine Datenbank reinpasst, das funktioniert meist extrem gut mit baumbasierten Methoden. Und hier nochmal ein Beispiel, wie so eine Entscheidungsoberfläche aussieht für Random Forest. Wenn ich mich richtig erinnere, macht das hier nicht einen großen Unterschied. Aber Sie sehen, hier wird das schon etwas, nicht mehr ganz so grobe Trennlinien, sondern hier sind schon etwas feinere Linien, die diese Bäume erzeugen können. Also das sieht für meine Augen relativ überzeugend aus, wobei man jetzt hinterfragen müsste, warum das hier unten rot ist. Ist schon ein bisschen kurios, wer weiß. Aber das sind schon so ein bisschen, ja, es sind nicht mehr so Blöcke, die da reingehauen werden, sondern das sind schon so ein bisschen feinere Strukturen, die sich hier abbilden. Genau, ja, also wenn Sie da mal reingucken wollen, nochmal, es gibt diese Sklearn Python Bibliothek, ist wirklich ganz großartig. Da gibt es eigentlich alles, ja. Schauen Sie sich mal die Webseite durch. Also hier ist auch aufgeteilt nach Klassifikation und Regression, Supervised Learning, überwachtes Lernen, wie wir das nennen. Clustering ist Unsupervised Learning, unüberwachtes Lernen. Das ist auch eigentlich was, was man nicht so sehr Machine Learning zuordnen würde, meine Meinung, sondern das ist eigentlich was, was im Data Mining groß geworden ist.
Dimensionsreduzierung, Vorverarbeitung, also viele, viele tolle Sachen. Natürlich auch diese ganzen Data Cleaning Sachen gibt es da auch für viele Sachen zu. Und es gibt noch viele andere Bibliotheken, mit denen man Sachen machen kann. Aber das ist so die erste Bibliothek, wo ich sagen würde, mit Data Science und Machine Learning, wo ich mal mit anfangen würde und mir das mal angucken würde. Also allein, wenn wir mal Klassifikation gehen. Jo, da gibt es eine ganze Menge. Also wir waren ja nur heute, wo was haben wir mal angeguckt? Gottes Willen, Decision Trees, ja. Also wir waren eigentlich nur bei Classification. Wir waren bei 1.10.1, habe ich Ihnen gezeigt. Und da gibt es noch ganz viel, was man damit macht. Also das haben wir gemacht, Classification 1.10.1. Und wir haben noch Random Forest gemacht. Das muss hier. Forest of Randomized Trees heißt es hier. Ja, da gibt es aber noch ganz viel. Aber ja, also wie gesagt, wir zeigen diese Methoden auch noch Wichtigkeit und Decision Trees sind meiner Meinung nach in diesem Bereich, wo es um strukturierte Daten geht, ums Lernen strukturierten Daten in den meisten Fällen die besten Methoden. Das sehen Sie auch, wenn Sie so Wettbewerbe angucken auf Kaggle. Kaggle ist ein großer Machine Learning Wettbewerb. Können wir nochmal reingucken. Kaggle.com. Das ist eine Webseite. Compete, ja, die haben ja wieder ihre Webseite geändert. Competitions. Genau, das sind Wettbewerbe, da laden Leute Tasks hoch. Das heißt, sie sagen, hier ist ein Datensatz, ich möchte dieses Problem lösen, mach doch mal. Und dann ist das ein Wettbewerb, wo man eine gewisse Zeit hat, dieses Problem zu lösen. Das sind oft Machine Learning-Probleme, nicht immer. Und wenn man sich dann anguckt, was die Lösungen waren, ist es meist irgendwas mit Decision Trees oder was mit Neural Networks. Ja? Decision Trees, strukturierte Daten. Neural Networks, irgendwas mit 2D, 3D. Also da sieht man auch schon an solchen Webseiten, wie wichtig diese Methoden sind. Ja, das war's dann von meiner Seite für heute. Wenn Sie Fragen haben, ich bin noch im Discord Audio Channel verfügbar. Ich lade dieses Notebook jetzt auch hoch, gleich im Anschluss in unser CMS. Sie, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ansonsten sehen nicht wir uns Montag wieder. Sie sehen, am Montag geht es weiter mit Bernd Schiele, voraussichtlich Neural Networks. Montag 10:15 Uhr. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dann, alles Gute.